Wie geht's, wie steht's? In Germany, motherfucker. Jörg Benders sagt, Nico Nuevo redet fast in jedem Stream über dich. Mein Traum war es halt auch immer, Sachen zu machen, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe. So. Und wenn ich eine Zeit lang Bock habe, nur Vlogs zu machen, dann mache ich eine Zeit lang nur Vlogs. Also bei mir ist oft auch der Fall gewesen, dass ich gewisse Sachen nicht gemacht habe, weil ich es nicht gefühlt habe. So. Und dann ist es auch gut für mich und dann bereue ich es auch nicht im Nachhinein. Weil mein persönliches Wohlbefinden liegt mir auch noch am Herz. So. Es geht nicht nur um Reichweite, Geld, Meld und so, sondern es geht auch um, wie geht's dir, Digga, weißt du so? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. What's good? What's happening in the hood, motherfucker? Oh shit, oh shit, oh shit, er ist wieder back. Warum ist das hier so lose, Digga? Die Losi-Vibes, man. Was geht, Leute? Wie geht's, wie steht's? In Germany, motherfucker? Sind die Winter-Vibes schon am Start, Digga, oder zieht sich das noch? Ich mache ja alles selber. Es wäre eigentlich auch geil, wenn ich irgendwie jemanden hätte, der meine Videos von dem Stream hier vom zweiten Kanal irgendwie vorbearbeitet oder so, weil, Digga, das ist echt nicht zu unterschätzen, ne? Also, jeden Tag ein Video rauszuhauen, das hört sich für viele vielleicht irgendwie einfach an oder easy. Ja, du gehst doch nur live und schneidest dann die Highlights zusammen. Aber ich versuche halt schon geile Titel zu nehmen, geile Thumbnails zu nehmen, muss man sich Gedanken machen, die Videos runterladen, Schnittprogramm rein, die Videos zuschneiden, dazu noch zweimal die Woche auf dem Hauptkanal und es ist halt auch nötig so, ne? Mit der Reichweite, die ich jetzt gerade habe, muss ich halt so viel Content wie möglich halt bringen, damit sich das auch lohnt am Ende des Tages. Deswegen bin ich fast jeden Tag, also ich bin schon echt sehr viel beschäftigt mit diesen ganzen Videos so, gerade auf dem zweiten Kanal, deswegen bin ich auf euren Support auch, also bin ich dankbar für jeden einzelnen Support, auch gerade auf dem zweiten Kanal. Leon Bro, dein Hype war so real, finde, du hast ein bisschen Reichweite verloren, da die Videos nicht mehr so gut waren. Ich küsse dein Herz, Digga. Danke für den Support, Bro. Ja, ist Geschmackssache, würde ich sagen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, so, ne? Es war halt auch nicht mehr so einfach. Man konnte nicht mehr die Videos machen, die man vorher gemacht hat, so, dann habe ich mir halt was anderes überlegt, Bruder. So, ne? Man muss natürlich immer auch mit dem gehen, was halt auch funktioniert, beziehungsweise auch möglich ist, so. Es ist halt auch nicht immer zu jeder Zeit möglich, alles zu machen, so. Und man befindet sich auch selber manchmal in Gedanken und denkt sich, ah, das würde ich lieber machen, das würde ich gerne machen, bla, bla, bla. Ich bin auch ein sehr denkender Mensch, so. Ich mache mir generell immer sehr, sehr viel Gedanken. Boah, Bruder, es wird zu heiß, Digga. Ich fange schon wieder brutal an zu schwitzen, Bro. Ich bin ein sehr krass denkender Mensch, so, ne? Und wenn, Bro, ich zerdenke manchmal auch Sachen einfach viel zu krass und mache mir Gedanken und ich bremse mich eigentlich oft auch selber so, ne, mit meinen eigenen Gedanken. Das ist halt echt traurig, so. Ich meine, der erste Schritt zur Besserung ist, dass ich das auf jeden Fall bewusst vor Augen habe, so. Aber im nächsten Schritt muss ich auf jeden Fall daran was ändern, Digga. Ich darf gar nicht mehr so viel nachdenken und so viel mich selbst irgendwie so beeinflussen damit auch so. Weil wenn man zu viel nachdenkt, Bruder, dann machst du manchmal Sachen nicht, weil du sie zerdenkst und besser wäre gewesen, es einfach zu machen so. Ne? Ich habe viele Dinge in meinem Leben auch einfach so gemacht, einfach durchgezogen und das hat sich am Ende des Tages immer als gut herausgestellt, als 10.000 Jahre und Stunden über irgendwas nachzudenken und zu zerdenken und dann eventuell nicht zu machen, so, weißt du? Wenn du nach Deutschland gehen würdest, Reaction machen würdest, im Zimmer weiter Interviews, Straßen umfragen, würdest du echt viel Reichweite machen. Ja, Bro, ich habe halt keinen Bock auf das Land gehabt, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, wo ich hier abgehauen bin. Nicht hier, sondern aus Deutschland abgehauen bin, so. Da ist mir auch egal. Also, man da, es ist immer noch auch ein Mix aus, also bei mir ist oft auch der Fall gewesen, dass ich gewisse Sachen nicht gemacht habe, weil ich es nicht gefühlt habe so. Und dann ist es auch gut für mich und dann bereue ich es auch nicht im Nachhinein, weil mein persönliches Wohlbefinden liegt mir auch noch am Herz so. Es geht nicht nur um Reichweite, Geld, Meld und so, sondern es geht auch um, wie geht's dir, Digga, weißt du so? 100 Records hat 2 Euro dagelassen, ich küsse dein Herz. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Bist schon Kindheit, keine Ahnung, was du da meinst, Bruder. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst, Bruder. Bist schon Kindheit, na man. Kindheit it out, man. Warum keine Interviews mehr? Die waren richtig Bombe, vor allem das mit Kianosch LMAO. Keine Ahnung, was ist das LMAO, das habe ich nie verstanden.
Diese Abkürzungen sind nicht so meins, Bruder. Du musst schon so normales Deutsch reden bei mir. Keine Ahnung, was du damit meinst. Auf jeden Fall, ja, geil. Danke auf jeden Fall fürs Feedback. Ich glaube, die Interviews hat fast jeder gefeiert. So, jeder sich auch reingezogen. Und ich war auch happy zu der Zeit, wo ich es gemacht habe. So. Und ich war nie abgeneigt, weiterzumachen. Aber es gab halt Umstände, die quasi dazu geführt haben, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Und außerdem bin ich gerade gar nicht in Deutschland. Und ist sowieso schwer, gerade Interviews zu machen. So. Jörg Benders sagt, Nico Nuevo redet fast in jedem Stream über dich. Echt, ja? Wieso? Um was geht's denn da, Digga? Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben doch gar nichts mehr miteinander zu tun, Bruder. Stream it in, oder was? Warte mal kurz. Bruder, guck mal, seht ihr den Öl? Seht ihr den Öl, na Mann? Seht ihr das Öl hier? Seht ihr die Öli-Vibes hier? Oh, da kommt das Sixpack aber gut zur Geltung, wa? Öl it out, man. Muss ich mich einmal kurz vom befreien. Ich küsse doch euer Herz. Bist du immer noch der Highest im Club? Ich bin immer der Highest im Club, Bro. Dabei ist alles, weil dabei ist alles. Bro, ehrlich, verfolge dich lange und denke mir damals, ha, jeder über dich gerät, Bruder. Haut's? Rechtschreibe out, man. Bruder, ich schwöre, deine Klicks war in Baba in der Zeit mit Kooperation und so, würdest tot gut Geld machen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Alles gut, Bro. Alles gut. Mir geht's gut, Bruder. So viel Happiness, Liebe und Fröhlichkeit, wie ich in der Zeit hier hatte, die hätte mir keiner in Deutschland geben können. Die hätte mir auch keinen Interviewgast geben können, keine Kooperation, keine Reichweite, keine Klicks, kein Money hätte mir das geben können. So. Deswegen ist alles nice, Bro. Alles ist nice, Digga. Und wer weiß, wo es noch in die Zukunft hingeht. So, ne? Ja, Mann. Ich bin auf jeden Fall, so wenn ich meinen Weg angucke, Digga, dann finde ich den auf jeden Fall sehr spannend, krass und Bro, ich will eigentlich bis jetzt, zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, will ich auf jeden Fall nichts missen, so. Ne? Ich habe sehr viel vom Leben gelernt, ich habe sehr viel mitgenommen, so. Und wer weiß, wo es jetzt in Zukunft noch hingeht. Ich bin immer offen für alles eigentlich. Ich würde niemals irgendwas ausschließen. Ich würde niemals irgendwie sagen, so, nee, würde ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht. Habe ich in der Vergangenheit auch öfter mal gemacht, so, aber es ist mir einfach bewusst geworden, dass Dinge ausschließen überhaupt gar keinen Sinn machen. Vor allen Dingen, wenn ich das dann einmal sage, dann bin ich auch so, dass ich mich selber davon hemmen lasse, so. Das heißt, wenn ich einmal sage, so, ich gehe nicht mehr zurück nach Deutschland, dann denke ich sogar, wenn ich denke und fühle, dass ich nach Deutschland gehen müsste, ich kann nicht gehen, weil ich mir dann selber widersprechen würde, aber ist eigentlich scheißegal, so. Deswegen sage ich auch gar nicht mehr, ich würde das niemals mehr machen oder ich würde das niemals mehr machen, so. Bro, ich bin offen, ich lebe mein Leben offen, ich gehe nicht nur mit offenen Armen durch die Welt und empfange jeden Menschen und gebe jedem Menschen Liebe, der Liebe haben will, sondern ich bin auch offen für jede Art von, I don't know, so. Von jeder Art von Weg, der das Leben so für mich noch bereitstellt, so. Auf den. Du schwitzt nicht, du hast dich extra nass gemacht, gib's doch zu. Outs, da ist einer aus Cynics Community, man, ich küsse deine Heads, Bro. Mir Sachen unterstellen, die nicht stimmen. Ey, Bro, das Ding ist halt so, das, was ich auch weiß und was ich immer sehr, sehr schade finde, ist, dass ihr auch voll krass, also nicht alle so, sondern aber viele im Internet, die andere Leute verfolgen, dass denen oft sehr wichtig ist, ob der Typ Hype hat oder nicht so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist eine Sache, die ich eigentlich überhaupt nicht feier so. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich mehr Reichweite wieder habe und wenn ich mehr Klicks habe, mehr Likes auf meine Bilder habe, dann feiert ihr mich mehr so. Und das finde ich eigentlich überhaupt nicht cool so. Weil wenn ihr jemanden feiert, dann feiert ihr den doch egal, ob der Hype hat, Klicks hat oder nicht, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Das ist scheißegal, Bro. So. Also supportet die Leute, die ihr feiert, auch unabhängig davon, ob die von anderen Leuten gefeiert werden oder nicht, Bro. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, so, wenn du mich da draußen feierst, dann feier mich genauso, als wenn ich 1 Million Klicks hätte, so. Weißt du, und wenn du mich nicht feierst, dann feierst du mich halt nicht so. Aber mach's nicht davon abhängig, ob andere Leute mich gerade feiern oder ob ich in einem Hype bin oder ob ich in keinem Hype bin oder so. Es ist egal, Bruder. Hype kommt, Hype geht. So, ich bin stolz auf die Kern-Community, die ich habe, so. Und wenn die wächst, wenn die groß, wenn die größer wird, dann macht mich das stolz, so. Dann habe ich lieber 5, 10, 100 Leute in meiner Kern-Community mehr als
300.000 Leute, die meine Videos schauen und dann irgendwie wieder weg sind, wenn der Hype vorbei ist, so. Weißt du? Weil irgendwie geht's doch auch um Langfristigkeit, um, also ich will eine konsistente Community haben. Ich will nicht diese Hüpfer haben, die von Jarak zu Jarak springen, je nachdem, wer gerade Hype hat, so. Weißt du? Don Habibi, ich küsse dein Herz, einer von der stabilen Community auf jeden Fall. Und er schreibt, ich habe nie auf deine Klicks geguckt. Ich habe dich auch gefeiert, wo das mit diese Coronavirus war. Habe ich mich eher aufgeregt, warum die das nicht verstanden haben. Ich küsse dein Herz. Tufan ist auch seit Tag 1 am Start. Yes, sir. Geht nur noch um Cloud heutzutage, sagt Mr. T. Ist halt leider so. Ist halt echt leider so. Der Mensch dahinter ist schon fast scheißegal, Bro. Mach so ein Format, hast so ein Format, was krass ist, was durch die Decke geht, was Leute feiern, so. Dann hast du eine, dann mögen dich die Leute. Bist du mal wieder ein bisschen unten, weißt du, wie ich meine? Hast mal eine Down-Phase oder läuft vielleicht mal nicht so krass. Aus verschiedenen Gründen, dann feiern dich Leute auf einmal nicht mehr so. Also ich bin derselbe geblieben, ne? Wenn ich jetzt morgen wieder Klicks mache, bin ich immer noch derselbe wie in der Zeit, wo ich keine Klicks gemacht habe. So, das dürft ihr nicht vergessen. Aber ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird sich auch so nicht mehr ändern. So, weißt du, wie ich meine? Es ist halt heutzutage einfach so. Früher war es noch ein bisschen mehr auf die Person bezogen. Früher war es noch so, auch relativ egal, was für einen Titel du genommen hast, was du ins Thumbnail reingehauen hast oder so. Du hast einfach Aufmerksamkeit gekriegt, weil du ein Typ warst, der irgendwie am Start ist. So, ne? Der sich irgendwie seine Community aufgebaut hat. So, und dann hat auch jeder immer die Videos gesehen. Das hat eigentlich alles angefangen, wo YouTube angefangen hat, die Reichweiten einzuschränken. Nicht nur YouTube, auch Instagram. Erst hat es bei Facebook, glaube ich, angefangen, Reichweiten einzuschränken, um zu zwingen, dass Leute Werbung kaufen, Werbung schalten. Und so ging das halt immer weiter. An Instagram ist es ja schlimmer denn je. So, deine Sachen werden gar nicht mehr angezeigt. Ich habe ja eine Community. Ich habe ja Leute eigentlich, Follower so. Also meine Videos werden nicht angezeigt und meine Beiträge bei Instagram werden auch nicht angezeigt. Jetzt müsste ich mir halt, ich weiß auch ganz genau, wie es funktioniert. Ich müsste mir halt jetzt irgendwelche grenzwertigen Sachen aus dem Arsch ziehen. Irgendwas, was halt polarisiert, was Aufmerksamkeit kriegt so. Und dann würde das auch wieder mehr angezeigt werden. Na, aber ich war mir auch irgendwann zu schade, so einfach nur Content zu machen, um zu wissen, der kommt, der wird angezeigt, weißt du? Der wird an der Seite angezeigt, so. So, mein Traum war es halt auch immer, Sachen zu machen, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe, so. Und wenn ich eine Zeit lang Bock habe, nur Vlogs zu machen, dann mache ich eine Zeit lang nur Vlogs, so. Aber es ist natürlich auch klar, dass dann die Reichweite eventuell ein bisschen sich verschiebt, weil Leute halt auf meinen Kanal gekommen sind, wegen anderen Sachen auch teilweise. Schreibt mal rein, wer durch welche Videos auf mich aufmerksam geworden ist, von den Leuten, die jetzt gerade hier zuschauen. Jetzt ist halt TikTok am Start so, ne? TikTok ist am Start und TikTok ist halt jetzt genauso, wie Instagram früher war. TikTok hat die Reichweite halt jetzt offen quasi so. Also du kriegst ganz schnell viel Reichweite auf TikTok, weil die Leute dich, also weil die Plattform dich halt auch empfiehlt und die schränken noch nicht ein. Aber wartet eine Zeit lang ab, dann werden auch die anfangen mit, du kannst Werbung kaufen und dann werden alle Beiträge auch eingeschränkt, weil die dann auch Money damit machen wollen. So, das war der Plan von Instagram und von Facebook schon von Anfang an. Fibo 2016, ich habe dich durch Interviews, komm ins Café und so weiter auf dich gekommen. Gott schütze dich. Und deine Kinder in Zukunft. Ich küsse dein Herz. Nudel. Geiler Name, Mann. Fibo 2016. Erste Fibo-Video 2016. Durch Fitness und Interviews. Street-Umfragen und Comments Café. Fitness und Straßentalks. Straßenvideos. Ich glaube, die Street-Sache ist auf jeden Fall so, wo die meisten Leute auf mich aufmerksam geworden sind, glaube ich. Michael Kohler sagt, ich feiere deine Arbeit. Einfach cooler Dude. Danke für den Support, Bro. Danke für die schönen Worte. So. Nayul Kim hat 11 Euro dagelassen. Erstmal danke für den Support. Ich küsse dein Herz. Und er sagt, guten Leon, feier dich heftig. Wie sieht es aus mit der Filmbranche? Sehe da großes Potenzial in Ostasien, China, Korea, Japan und so weiter. Komme aus Südkorea. Alles gut. Ey, Bro, ich wäre generell definitiv nicht abgeneigt, auch in so eine Richtung mal was zu machen. Ja, da musst du halt auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, richtig drauf vorbereitet sein und da muss man auch was für tun. Also ich bin auch jemand, der, ich will mich jetzt schon länger eigentlich mal endlich bei irgendwie einer Modelagentur oder irgendwie so einer internationalen Agentur, wo es um Modeling oder auch Schauspielerei oder irgendwie so eine Sachen geht, Werbung machen vielleicht auch und so, wollte ich mich schon immer mal bewerben.
hab's bis jetzt noch nie geschafft, so, und ich muss das auf jeden Fall mal machen. Also ich müsste mich auch ein bisschen mehr vielleicht mal darauf konzentrieren, ein paar richtig geile, frische Bilder zu machen und dann damit mal ein bisschen so zu schauen, was geht einfach so, weißt du? Gucken, was es noch für Potenziale gibt in der Richtung, weil da habe ich leider nie viel gemacht, so. Okay, it's getting dark in this bitch, man.